So, Freunde, wir sind bei der Analyse MCZ gegen Eddie. Und ja, ich will euch nicht auf die Folter spannen, sondern gleich anfangen. Los geht's. Ja, direkt erstmal Videoqualität schon. Sind 2080p, aber ich drücke trotzdem noch weiter drauf, nicht, dass es auf einmal weniger werden. Da wird wieder so eine Meisterleistung entstanden sein. Zeit für ein Duell, ich bin der Held in dieser Welt, ey, und greif ihm mir das Geld, versteck. Es beginnt schon so weg. Sein Gegner heißt ja Eddie und der kommt halt mit Hallo Eduard. Schnell, zu Hause wie ein Cooper, ich zerstampfe deinen Schädel, leicht wie ein Goomba. Was willst du tun, du stotternder Faggot? Kommst als Sechs noch schneller als Sonic der Hedgehog. Super Auflösung in deinem Video, so scheiß Spaß, ist noch mehr verpixelt als ein Creeper aus Minecraft. Dein Part. Der Kampf am Anfang, das ist schon, ja. Keine Ahnung, ist auf jeden Fall gut gemacht. Ist die Dreamcast gegen Xbox? Du bist Schrott, nachdem ich dir den Joystick ins Gesicht klopf. Jetzt bist du Hall of Shame, aber es sollte ja nicht sein. Denn jeder User weiß, hat mega gute Lines. Ja, genau. Ich hab so lange keine Mütter mehr beleidigt. Mache ich auch nicht, also bleib mal geschmeidig. Sie nimmt mir die Luft, sie saugt sie mir weg. Nach dem Essen. Keine Ahnung, irgendwie erinnert es mich an den Tekken Force Modus aus Tekken 3 und 4. Wie ein Kirby klein, rund und fett. Eddie, nimm die Tüte von dem Kopf. Eddie, ich verprügel dich, du Schmock. Eddie, er wird müde von seinem Stoff. Denn Eddie fliegt heut raus. Eddie, nimm die Tüte von dem Kopf. Eddie, ich verprügel dich, du Schmock. Eddie, er wird müde von seinem Stoff. Denn Eddie fliegt heut raus. Ich bin ATS. Ja, bis jetzt ziemlich nice. Also da kann ich ja nur ein Dislike da lassen, oder? Und du russisch orthodox. Die Runde gegen Chica war auch nur hingerotzt. Tanktops, Spitlines mit der Tüte auf dem Kopf. Dein Flow ist so gut wie Oma Kenos Suppentopf. Die letzte Runde war nicht schwer, mein Gegner war fett. Diese Runde wird nicht schwerer, mein Gegner ist wack. Ja gut bin ich auch, aber ich sehe das jetzt ein. Denn du wolltest ja eigentlich ins JBB hinein. Aber nein, dafür waren zu viel Spits. I spit on your grave und gib den Hall of Shame Arsche. Du bist ganz schön arm, ich eher reich wie ein Scheich. Ich mach dich wie das WTC den Erdbogen gleich. Kollege sagt immer, großer Wiese ist harte Schwimmle. Nice. Mit Tanktop oder Pumpen betäubst du unsere Sinne. Bei mir trifft das zu, der Grund warum ich scheiße klinge. Aber hier ist das egal, denn MCZ bleibt der King. Eddie, nimm die Tüte von dem Kopf. Eddie, ich verprügel dich, du Schmock. Eddie, er wird müde von seinem Stoff. Denn Eddie fliegt heut raus. Eddie, nimm die Tüte von dem Kopf. Eddie, ich verprügel dich, du Schmock. Eddie, er wird müde von seinem Stoff. Denn Eddie fliegt heut raus. Eddie, du Kack. Das Video ist schon gut gemacht. Das ist zwar kein oberkrasses Rap-Video, aber ja, trotzdem. Komm, wäre es halt irgendwie so eine Art Kurzfilm, dann würde ich es halt definitiv feiern. Was, bald liegst du auf dem Gehweg? Lass mal dein Gespittel sein und geh weg. Einfallsreiche Lines für JBB. Ja, damit hat der Eddie's Line mit Gehweg und Gehweg aus der Quali. Ja. Auseinandergenommen. Gereicht, du Kalaschnikow-Vogel, gehst unter wie das dritte Reich. Machst du eine auf dicke Eier, denkst du bist wohl Yoshi. Deine Fans enden mich bei Facebook, ha, ich block sie. Ich zünde dich hier an, heute gehst du in Rauch auf. Du Schwuchtel fängst bei einer Hochzeit den Brautstrauß. Eddie, du kommst wohl auf die Bräute nicht klar. Ein Kind von dir und dem Google-Übersetzer, das will ich ja mal sehen. Dein Schwanz in deinem PC, das tut doch richtig weh. Zipfel im USB. Jetzt hast so ein Nazi-Zombie sein, aber statt ein Hakenkreuz ist dann E für Eddie. Du doch recht, deine
ein Virus eingefangen. Half-Life 3 confirmed, Internet-Schlampe. Du findest mich scheiße, ich finde es mega mies. Mein Fazit nach der Runde, Daumen runter, negativ. Eddie, nimm die Tüte von dem Kopf. Eddie, ich verprügel dich, du Schmock. Eddie, er wird müde von seinem Stoff. Denn Eddie fliegt heute raus. Eddie, nimm die Tüte von deinem Kopf. Eddie, ich verprügel dich, du Schmock. Eddie, er wird müde von seinem Stoff. Denn Eddie fliegt heute raus. Okay, noch ein zweiter Part oder was? Sei gegrüßt, Gefährte, ich bin dein wegweiser Bitch. Ich muss hier nicht mal gut rappen, weil du eh weiter bist. Sei gewarnt. Ein Splatter-Siedler wird deinen Weg vermiesen. Aber keine Angst, weil deine Fancy Gamer das deinen Venus lieben. Eddie Offbeat, nalt er jeder riesen Loser satt. Für mich bist du kein Rapper, sondern nun ist Zucker. Ja, MTZ, nimm das Schwert und hack ihn da den Schädel ab. Der erste Tod in der Hall of Shame, das Studien, was zu reden hat. Es ist so nice gemacht, ohne Scheiß. Frag mich, ob das da der echte Eddie mitgemacht hat oder ob das halt einfach ein Freund von MCZ ist. Weiß man nicht, der hat ja eine Tüte auf dem Kopf. Das war der krasseste Final Boss aller Zeiten. Eddie, nimm die Tüte von dem Kopf. Eddie, ich verprügel dich, du Schmock. Eddie, er wird müde von seinem Stoff, denn Eddie fliegt heute raus. Eddie, nimm die Tüte von dem Kopf. Eddie, ich verprügel dich, du Schmock. Eddie, er wird müde von seinem Stoff, denn Eddie fliegt heute raus. Wie die Hook am Ende einfach alles zerstört hat. Manchmal Liebe, manchmal Schmerz, im Ernst, Jigger, ich hasse dich, du... Hey MCZ, ich kann zwar überhaupt nicht rappen, doch ich gebe dir trotzdem Punches in deine kleine Bitch-Fresse. Du bist ein übertrieben kranker, wacker Homo, dein Schließmuskel ist gerissen, verdammt, aber YOLO. In deiner Quali sagst du, du bist ein Cock in deinem Manus, du bist ekelhaft, von Deutschrap hast du echt gar keine Ahnung. Für die Runde gegen dich hatte ich nicht genügend Zeit, ich musste bei deiner Mutti sein, beim Sex musst du sie übel schreien. Letztes Jahr hast du schon mitgemacht und hast nichts gerissen, außer deinen Schließmuskeln, denn du wurdest von Julien gefistet. Deine Mom tut mir leid, dass sie sowas für dich gezeugt hat, aber die 60 Mark hatte sie damals echt nicht bereut, Mann. Scheißegal, wenn juckt schon dieser MCZ. Der Typ ist super peinlich, auch noch weil er rappt. Dieser Cocksucker steht nicht auf der Gästeliste und wird rausgehauen wie Julians schlechte Witze. Was soll ich zu euch sagen? Er ist auf jeden Fall wacker als der MCZ, aber er bietet nicht so viel Unterhaltung und Hall of Shame Charakter wie MCZ. MCZ, wer ist da? Der Typ, der mit Zeberin getickt hat. La 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 la. Und er hat ein ungepflegtes, fettiges Haar. Denn der Homo wäscht sich nicht mal einmal im Jahr. Ja. MCZ, wer ist da? Der Typ, der mit Zeberin getickt hat. La 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 la. Und er hat ein ungepflegtes,
ist fettiges Haar, denn der Homo weiß dich nicht mal einmal im Jahr. Jigga lebt nicht mehr, und der Grund, dass du genauso stirbst, meine Wenigkeit, der Typ, der die Schwulen aussortiert. Nach der Runde, dessen Ausmaß seine Schwerverbrechen gleicht, kommst du ins Geschäft, weil ich dich in ein Klärwerkbecken schmeißt. Und mir freut sich der Faggot, dass ich ihn im Pater wähne, da ich hervorragend Whippy Rapping Rapids Hasenzähne. Und dein Kollege, naja, der ist zugegeben drauf, doch ist ein Video nur mit Esser wie ungepflegte Haut, schau. Ja, aber Eddys Kollege hat schon deutlich besseren Rap-Skill. Es wird immer leichter wie Super 6. Der Beat ist free, trotzdem kriegst du die Rechte. Wir haben Uzis, Magnus, was bringen Schutzmauern da schon? Dein Freund wird ein Griff ins Klo wie eine Putzfrauenaktion. Und dein letztes Video könnte peinlicher nicht sein. Du hast dich doch nur vollgeschlagen wie eine Kneipenschlägerei. Du Pflegefall fliegst auf jeden Fall raus, nachdem wir dich treffen. Dazwischen. Ja, aber der Kollege von Eddy, das könnte kein Fartbang für Arme sein. Brauch du neben uns aus, nicht wie ein Strichmännchen. MCZ, wer ist da? Der Typ, der mit Seba reingeflickt hat. La 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 la. Und er hat ein ungepflegtes, fettiges Haar. Denn der Homo wäscht sich nicht mal einmal im Jahr. MCZ, wer ist da? Der Typ, der mit Seba reingeflickt hat. La 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 la. Und er hat ein ungepflegtes, fettiges Haar. Denn der Homo wäscht sich nicht mal einmal im Jahr. Was kann ich zurück sagen? Keine Ahnung, es hört sich halbwegs geil an, aber textlich ist das der letzte Dreck. Ein Crack-Junkie, Mann, besucht meine Casting-Couch heute und mir fallen Symptome auf, die auf Parkinson deuten. Und anstelle, dass ich sie bei mir anstelle, muss ich testen, was ich mit ihr alles anstellen kann. Ich frag, warum sie sich so anstelle, dann gebe ich mir die Handschellen, bis ihre Augen anschwellen. Denn egal, was ich sag, sie muss sich danach richten. Ich werfe die Schlampe raus und gucke dann Nachrichten. Du denkst, du kannst mich ficken? Ha, dass ich nicht lache. Du machst Witze, doch du siehst doch, dass ich nicht lache. Ich hab grad eben in die Zukunft gesehen. Ich komm vorbei und rip deine Mama einfach so das Frühstücksbuffet. Dass so zu sein wie ich viel cooler wäre, ist klar. Ich bin so cool, als ob ich cooler wäre. Freezers Bruder, Eddy. Ja, okay. Ich bin so cool, wie wenn ich cooler wäre. Freezers Bruder. Steht für Rap mit Klasse, weil ich's kann. Du nur aufgrund der 6 in Mathe. Nee, aber die Cooler Line hat der ganzen Runde noch den Rest gegeben, finde ich. So, und jetzt schauen wir, was Julian zu sagen hat. Heute in der einen Ecke der unangefochtene Offbeat-Rapper King Eddy. In der anderen Ecke, zu ihm fällt mir leider kein passender Spitzname ein, MCZ. Das letzte Hall of Shame-Battle vor dem Finale. Kommen wir erst zu Eddy. Manchmal denke ich, er ist so dermaßen offbeat, dass es schon gar nicht mehr im Bereich des Möglichen ist und der Beat wohl irgendwie durch Zauberei off Eddy gemacht wurde. Ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass Eddy besonders alt wird, weil wahrscheinlich nicht mal sein Puls im Takt ist. Und wenn ich mir so seine Lyrics angucke, wo er nicht mal das Wort rapped richtig schreiben kann, dann denke ich, dass er das Mic lieber wegstellen und sich Call of Duden Modern Rechtschreibung holen sollte. Wenn ich mir jetzt zwischen diesen ganzen Call of Duden Modern Rechtschreibung, nice. Rechtschreibung holen sollte. Wenn ich mir jetzt zwischen diesem ganzen Sprühstuhl, den er da mal wieder fabriziert hat, die wenigen harten Scheißebrocken raussuchen müsste, dann würde ich sagen, dass seine Spits am ehesten unterhaltsam waren. Einen habe ich besonders gefeiert. Denn egal, was ich sag, sie muss sich danach richten. Ich werfe die Schlampe raus und gucke dann Nachrichten. Dazu kommt noch die ein oder andere Punchline, die ganz okay ist. Dieser Cocksucker steht nicht auf der Gästeliste und wird rausgehauen wie Julians schlechte Witze. Das Ding ist, dass er halt so dermaßen kacke ist, dass einen das voll schockiert, wenn eine Line nicht ganz scheiße ist, und dann feiert man sie automatisch viel mehr, als würde sie von jemandem kommen, der grundsätzlich was reißt. Die Metapher von dem festen Stuhlgang zwischen flüssiger Scheiße ist für Eddy sehr zutreffend, weil halt grundsätzlich alles komplette Scheiße ist, was er macht. Aber eine richtig männliche Kackwurst ist dann halt doch noch das geringere Übel. Bei MCZs Video ist Rap eigentlich absolut zweitrangig. Was er da nebenbei so labert, juckt, glaube ich, niemanden, und ist die gleiche gammlige Scheiße wie bei Eddy. Es ist mehr eine Art Kurzfilm, wo es um Real-Life-Gaming geht und nebenbei ein bisschen Mucke in den Parts drunter läuft. Das ist insgesamt ziemlich cool und unterhaltsam gemacht. Ja, das Video ist einfach viel geiler als ein Rap. Besonders geil fand ich diesen übertrieben spastischen Slow-Motion-Kampf am Ende. Das ist so richtig schön stumpf. Das fängt schon damit an, dass er gefühlte 10 Minuten seinen Kampfschrei macht. Ja.
Weltklasse. Zu diesem Martial-Arts-Spektakel der absoluten Oberklasse. In seinem Video kommt dann noch seine Hook, die mir seit Tagen nicht mehr aus der Birne gehen will. Eddie, nimm die Tüte von dem Koch. Eddie. Ich finde, die Hook ist das Beschissenste im ganzen Song. Ich verprügel dich, du Schmock. Eddie, er wird müde von seinem Stoff, denn Eddie fliegt heute raus. Ich denke, das witzige Video und die Hook haben auch die meisten von euch überzeugt. Eure Bewertung ist nämlich ziemlich eindeutig für MCZ und damit steht... Ja, das ist wirklich mehr als eindeutig. ...der im Finale gegen den Playerboy am Sonntag in 2 Wochen. Ja, dann sehen wir dann im Finale schon Playerboy gegen MCZ. Ja, wir sehen uns dann im Finale, würde ich sagen. Ach Gott.